Levatohira Kiraistigons Wortlichen heit die Welt kommt der Zakarta Bibelbetrachtung. Zunächst lese ich 1. Petrus, dort 4. Kapitel, der 1. Satz, Verse. Da sagt er, will Christus im Fleisch geleden haben, mag je so je Sonne sein, als heu wir. Wer im Fleisch leiden det, jeft sich mit dem Sinn nicht mehr auf, so dass je jene ewige Lebenszeit nicht nur jene menschliche Leidenschaft leben, aber so aus Gott das will. Lote Tiet, die je hingejünd haben, Taurike, so je lebt haben aus der Völker, dat gut geht, in je Schleichsünde, Lust, Drinje, Friede, Süpe, in Anbandien auf jeder Dienst. Sicher wurde jene fähige Freund sich wundere, dort je nicht mehr lustig in ihrer Gottlosigkeit mitlebe, in sei wurde auch über jen Spaten in Lachen. Aber sie fordert sich nochmal für den Verantwortungsmatte, der du reut ist, der Leben je auch der Todes zu rechte. Das ist, worum auch der Tod je das Evangelium gepredigt wurde, ist, dort, wenn sie im Fleisch wäre, als Menschen gerecht wurde im Geist, aber doch leben können, so als Gott. So hier wird uns einmal gesagt, in besonders zu diesen Christen, die du leiden musste. Wie man einmal war daran denken, dass diese Christen an Wort Petrus schrieben, dass sehr verfolgte Christen wären. So, das Natürliche ist, dass Menschen wollen nicht leiden. Und das habe ich auch von dem Herrn Jesus gesagt, er will nicht leiden, sein Fleisch will nicht leiden. Und da wenn im Garten Gethsemane seht, dass es ihnen vorher, wenn es möglich wäre, dass das leiden oder das Kuffel voll Bettet wird von einem Weichkönig, dann soll sein Wille passieren. Er will nicht dort durchmachen, was er dort durchmacht. So ist es ganz natürlich, dass wir als Christen und Gläubige nicht leiden wollen. Aber einige Christen müssen leiden, einige weinen, einige meinen, einige werden verfolgt, einige nicht. Aber wenn wir verfolgt werden, wenn wir müssen leiden für Christus, dann müssen wir uns mit der Selbstsicherheit Eigenschaften, das meint mit den selbstigen Gedanken ausrüsten, mit den selbstigen Sinn ausrüsten, aus dem, was Jesus Christus hat. Er akzeptiert das Leiden. Er nimmt das an, aus dort, was ihm vom Vater zugedacht wird und was er heute erfahren hat. Die selbstige Gesinnung macht auch wir. Wir sind nicht darauf hier, uns in jeder Leiden zu wehren, und glaube, dass wir hier waren, durchgehen durch diese Welt ohne Leiden oder ohne verspottet zu werden, ohne ausgelacht zu werden in so einer Sache. Der Apostel der dann eine ganze Reihe Sünde abreden und sagt, dass es genug ist, dass wir die ewige Zeit von uns leben in der Tau gebracht haben. Liebe Tauherer, wer immer du bist, ob du dich bekehrt hast oder ob du bekehrt bist oder nicht, aber glaubst du nicht auch, dass es genug Zeit ist, dass wir unsere ewige Zeit mit all den bösen Sachen verbracht haben, wo wir unsere eine Last nur gingen in Gott, unserem Herrn und Radar, damit verankert haben. Petrus sagt, dort ist genug. Wie sollen wir damit abhören? Wie sollen wir für Gott leben? Und so, als es zu verstehen ist, wann wir für Gott leiden und das akzeptieren, dann, da wir dort, was der Herr Jesus auch teilt, dann bekennen wir damit, dort wir zu Jesus gehören. Und wenn wir zu Jesus gehören, werden wir von unseren Sünden losgemacht. Wir werden losgemacht und wir werden gerat für immer. Der Apostel Petrus macht dort klar, dass diejenigen, die Christen verlachen und verspotten und nicht verstehen können, warum die nicht mehr mit der Welt mitrennen, die wollen Mathe für ihre Wolke Regenschaft geben. Und wenn wir das würden gerne besser begreifen, einmal, dann würden wir mehr Respekt haben, für wo wir leben tun. Das meint, dass wir unsere ganze Rechnung nochmal sein wollen. Und wir wollen damit fair Verantwortung geben. Jeder schlechtet Wut, jeder anhaltet Wut, jeder anhaltet Tod, jeder Sinn, jeder Gedanke. Alles wird festgehalten. In Rechenschaft, jeder meint, dass er verstanden hat.
Und glücklich sind dann die einen Anwalt haben, der für ihn steht, nämlich Jesus Christus. Aber die keinen Anwalt haben, was selbst müssen dafür verstehen, die waren noch nicht blieben kennen, bitter, dass sie waren mit dem Reich Gottes erfuhr, für ihre böse Wolke, die sie getan haben. So, liebe Tochira, wer immer du bist, von dir hast du noch die Predigt, von dir hast du noch das Wort. Und lass dich dort anreden, und lass dich dort zu Hause gehen, dass du dort leben, was du bei dir gelebt hast, in den Sinn abhörst und für Jesus lebst. Und durch diese Welt gehst, was immer du auf dich zukommt, und akzeptierst, dass du für Jesus auch was leiden musst, wann dort neidig ist. So wollen wir uns zu Gott kehren, wollen wir uns lassen, anreden und Buße tun, über dort, was wir in unserer Vergangenheit getan haben, und für Gott leben in der Zukunft. Dort ist sein Wille. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns erlöst hast von all das Schlechte, was wir in der Vergangenheit getan haben. Du hast uns losgemacht von dem Leben in der Sünde. Help uns zu beinahe auch zu bleiben in der Freiheit, in der du uns erkauft hast, so dass uns Leben die verherrlicht, dass wir nicht stammt worden hier in Ewige sind, sondern dass dein Heiliger Geist uns Mond in immer wahre halbe dort, dass böse Leben oft zu sein in die zu leben, zu deiner Ehe und zu deiner Verherrlichung. Amen.